Hi zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge vom Workshop Simulator. Wir wackeln mal sofort zum Computer, wie so oft, und gucken mal, was Neues gibt. Wir könnten den Tag beenden, aber wir lesen erstmal hier. Hier, fabelhaft, genau, vom John. Sieht wunderbar aus, perfekt. Also die sind immer alle zufrieden, wir können eigentlich machen, was wir wollen. Und jetzt holen wir den Wagenheber, der nicht geht. Okay. Hallo, ich schreibe Ihnen in einer sehr persönlichen Angelegenheit, auch wenn es nicht so scheinen mag. Auf meinem Dachboden habe ich neulich einen Wagenheber gefunden. Er ist aus amerikanischer Produktion und meine Nachforschungen haben ergeben, dass er während des New Deals in einer Autowerkstatt verwendet wurde. Mein Großvater arbeitete während der Weltwirtschaftskrise dort, um seine Familie zu ernähren. Mein Großvater tauschte jahrelang mit einem Freund aus der Werkstatt Briefe aus. Nachdem ich diese nun durchgesehen habe, denke ich, dass der Wagenheber, den ich Ihnen schicken will, sein Leben gerettet hat. Oha! Als ein Auto von einem Stützgerüst stürzte. Die Farbe ist zwischenzeitlich abgeplatzt und das Gewinde bewegt sich aufgrund von Rost nicht mehr. Aber es wäre schön, wenn er restauriert werden könnte. Ja, wir werden unser Bestes geben, Leute. Der Wagenheber verdient ein zweites Leben, genau wie jenes, das er meinem Opa geschenkt hat. Wenn Sie zustimmen, schicke ich Ihnen das Gerät sofort zu. Ja, bitte instant, so wie es hier üblich ist. Wie nennt man's? Jetzt komme ich nicht drauf. Ah ja, genau. Per Beamen einfach. So. Ja, einfach schön hier. Ja, wir sind einen Umweg gegangen, extra um die Natur noch ein bisschen zu genießen. Und schaut euch mal die Berge hier hinten an. Und ich gehe natürlich zum falschen Kasten, ne? Ja, kein Problem. Oh. Ach, jetzt habe ich gerade gedacht, hier wäre ein Vogelhäuschen, nur weil das so angewinkelt ist hier. Alles klar. So. Oh, so sieht er aus. Also er ist anscheinend orange, ne? Ja, wir nehmen alles mit. Mal gucken, ob wir den orange machen. So, 50 kriegen wir. Gemeinhin verwendet, um Autos anzuheben, um an deren Unterseite zu arbeiten. Die Schraube ist stabil und kann große Gewichte bewegen. Besonders alte amerikanische Autos waren sehr schwer. Ja, das glaube ich. Die waren da sehr großzügig. So, dann gucken wir uns mal das Stück an hier. Das habe ich noch nie gesehen. Was steht da drauf? Ah, ja, die Drehung hier ist schwierig. Wenn ihr das mal selber spielt, dann wisst ihr, was ich meine. Was steht da? Karstein. Karstein mit C. Okay, keine Ahnung. Okay. Ja, das ist schon... Ah ja, hier kommt's raus, rein. Hier kommt was rein und dann kann man dann hier das Ding hochbuxieren. Das kommt wohl auf den Boden. Ja, das wird wohl so sein. Wir gucken mal, ob wir diese Orange nochmal finden. Obwohl, so einfarbig ist auch langweilig, ne? Na, guck mal. Hier haben wir schon mal die erste Schraube. So. Ah ja. So, hier haben wir wieder was für den Schlüssel. Ne, doch nicht. Ach, da ist ein... Okay. Wir können damit alles abschrauben. Verstehe. So. Ah, so funktioniert das. Cool. Noch was? Das hier, okay. Ja, jetzt ist das Ding hier hohl. Wo geht's denn jetzt weiter? Alt? Ah. Die kann man rausnehmen. Wo war jetzt das hier drin? Ah, hier an der Seite. Und hier. Okay.
ist bestimmt ein schwerer Klotz. Den kann man wahrscheinlich nicht einfach so drehen hier. Okay, was jetzt? Hier? Jawohl. Schön. Gut, dann gehen wir mal waschen. Ich würde aber gern diese Waschstation jetzt kaufen. Das müsste jetzt gehen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wir haben 200. 175, jawohl. So, und jetzt? Oh, wie cool. Wenn die blau sind, dann ist fertig. Ach. Oder wie? Nee. Oh, ja, Entschuldigung. Ich war gerade doof. Ich habe gedacht, das geht, wenn die da stehen. Okay, da fehlt der Schlauch ein bisschen. Na gut. Es sieht aber nicht so aus, als wäre da viel Druck drauf hier. Fühlt sich auch irgendwie nicht so an. Das hier dauert irgendwie gefühlt noch länger, oder? Hier rein in die Rille. Da auch. Moment. Okay, ich glaube, ich muss es üben. Sieht fast so aus. Vielleicht ist dieses Gerät auch gerade ein bisschen zu riesig und deswegen dauert es auch länger. Ja, ich kann mir das ruhig einreden, ne? Na komm schon, mach fertig. Ishibashi. Ich glaube, innen sind wir fertig, ne? Ich weiß nicht, wo es noch fehlt. Oh je. Hier? Da war's. Das war jetzt ein bisschen schwierig. Okay. Okay. So. Gut, dann würde ich mal sagen, ich überspringe das mal. Und ja, dann hören wir uns gleich wieder an der nächsten Station. Bis gleich. So, das hier ist das letzte Stück. Dann machen wir das mal. Also ich finde schon, es geht ein bisschen schneller. Aber man musste erstmal wirklich gucken, wie handhabt man hier das Ding. Also, ja. So, fertig. 13 von 13. Dann gehen wir mal hier rüber. Ja, und dann schleifen wir mal das Ganze. Ja, sehr schön. Cool. Ja, sieht doch echt schick aus. So, dann das kleine Stück. So. Okay, jetzt hier machen wir mal mit dem Klotz. Das sind so viele Rillen und so. So. Schleife, schleife. So, noch die Seite.
Yay. Doch mal den noch. So, jetzt haben wir den Riesen-Oschi. So, hier drin machen wir mal wieder von Hand weiter. Da kommen wir mit der Maschine nicht so gut hin, ne? Wir tun einfach mal so. So. Ich glaube, das hier wird erhalten. Das ist eingeprägt, sehr schön. Dann müsste man das auch sehen, wenn man es anmalt. Normalerweise, also. In dem Spiel hier hoffe ich es mal, dass es so ist. War ja beim Briefkasten auch so. Da waren die Schnörkel ja auch geprägt. Leider bei der Nähmaschine nicht. Aber gut, wir müssen ja mit dem arbeiten, was das Spiel uns hier gibt, ne? Wir verhelfen dem Lebensretter hier mal zu neuem Glanz. Yay! Sehr schön, das hat geklappt. Ja, dann nehmen wir jetzt mal die Dachen, ja, die Sachen hier noch. Wenn das so einfach gehen würde, ne, so in echt. Ja, da würden sich einige freuen. Oh, ich habe falsche Richtung gedreht. Ja, das war ein Umweg. So, noch nicht fertig, wieso? Ah ja, hier wahrscheinlich, ne? Da ist ein Stück. Und hier. Reicht immer noch nicht. Ah, ich sehe schon. Yay. Weil die Rillen wollen auch sauber sein. So ist noch die Seite. Na, wo ist? Da. Oh, ich sehe da auch noch was. Yay. So, das Tablett ist fertig. Und das nächste, das mache ich jetzt auch mal wieder alleine. Und dann bis zur nächsten Station. Ach ja, wir haben es geschafft. Die Arbeit ist getan. Wir können jetzt anpinseln gehen. Können ein bisschen aus dem Fenster gucken. Ja, das war's schon. Was haben wir hier eigentlich alles? Schräubchen, Muttern. Naja, perfekt. Dort ist ein Stift. Aha, Klebeband. Bestimmt doppelseitiges, so wie es aussieht. Oh, schaut mal, Licht. Für ans Auto zu hängen, für in den Boden rein. Ich glaube mal. Ist das eine Nagelpistole? Ey, Tatsache. Ich habe mich hier noch gar nicht richtig umgeguckt, Leute. Schade. Oh, Staubsauger. Sehr wichtig. Das ist der, wo kein Beutel braucht. Wir hatten auch mal so einen. Glaube ich. Ja, doch. Doch, doch. Kenne ich auch noch. Stichsäge. Okay, Schleifpapier für die Maschine.
dann mal auf an die Pinsel oder an die Sprühdose. Wir gucken mal, ob wir so schön so orange finden, aber es wird nicht einfarbig, Leute. Also, oh, hier haben wir schon fast orange. Ich glaube nicht, dass ich mich mit einfarbig anfreunden kann. Das ist die, oder? Ist ein bisschen grell, aber das kennen wir ja schon. Oder ist es die? Nee, die ist es, oder? Wir haben hier auch noch sowas. Nee. Ah, die ist sehr ähnlich wie die andere. Ich glaube, wir nehmen die zweite. Oh, hier haben wir auch noch. Und die hier vielleicht? Ja, ich glaube, wir nehmen die hier. Aber krass, wie ähnlich sich manche Töne sind, ne? Na gut. Wir nehmen das hier. Die kräftige Orange wäre vielleicht auch cool gewesen, aber naja, gut. Ich glaube, die hier ist schon schöner, ne? Ja, die zweite Farbe. Müssen wir mal gucken. Da weiß ich noch nicht, welche. Das schauen wir mal noch. Was sollen wir denn als nächstes kaufen? Weil die Waschstation war jetzt so, ja, so ein Semi-Erfolg. Mir ein bisschen mehr erhofft, dass es noch schneller geht. Aber naja, gut. Wir haben ja noch die Schleifstation, wo wir noch was kaufen können. Und was war es noch? Muss ich nachher mal gucken. Wieso kann ich hier nicht sprühen? Sehr schade. Ja, man sieht es noch, genau. Ja, ich war mir ja fast sicher, aber es nochmal zu sehen, ist halt echt gut. Ja, schöne Farbe, ne? Da freut er sich bestimmt. Aber hier müssen sie noch was an der Map machen, Leute. Nicht cool. Vielleicht geht die noch weg, wenn wir woanders drüber gehen. Also hier, dass das Stück von der Map woanders liegt. Kann gut sein. Naja. Im Moment sieht es noch nicht so aus. Oh, oder es ist innen, das sehen wir gleich. Ich hoff's. Schön. Richtig schöne Schweißarbeit, Fleißarbeit. Ja, okay, passt beides, ne? Ja, der Lebensretter. Ja, die sind ja heutzutage anders aufgebaut. Ich will keine Rillen zurücklassen hier. Das ist ein bisschen auch schade. Das ist wirklich außerhalb der Map hier. Enno, nicht schön. Das sieht man nachher ja alles. Wenn es innen wäre, wäre es ja nicht so tragisch, aber das ist halt voll außen einfach. Immer noch. Naja, gut. So, die können wir nicht benutzen, ist ja auch klar. Ich glaube, das Teil kommt dort rein. Hier. Okay, die zweite Farbe. Was nehmen wir denn da? Lila. Ich weiß auch nicht, hier in dem Spiel ist Lila irgendwie sehr präsent für mich. Das passt nicht. Blau. Grau. Auch gut. Was ist das hier? So ein Braunton, oder? Können wir eigentlich auch machen. Hm.
Jo. So, und das vielleicht auch. Ja, kann man machen, ne? Die Kanten hier, Leute, Mann. Ja, wäre echt gut, wenn sie da ein bisschen noch mal an die Modelle gehen. So. Aber es sind halt wirklich nur so Schönheitsfehler, ne? Aber die stechen halt ins Auge. Okay. Vielleicht nehmen wir jetzt noch Rot. Oh, die ist zu kräftig. Egal, wir nehmen sie es trotzdem. Vielleicht sieht man die gar nicht. Und dann kommt jetzt schon das nächste Tablett. Ja, das Rot passt da rein. Das Braun sieht auch gut aus. So, das hier. Jetzt sind wir wieder bei 1. Machen wir auch orange. Müsste eigentlich die richtige Orange sein. Ich hoffe es. Ich glaube schon, oder? So. Ah, hier noch. Die Seite hier. Ganz wichtig. Okay. Das hier möchte ich auch orange haben. Das klingt so, als wüsste ich, wo alles hinkommt, ne? Ja, natürlich. Ich weiß das. Ja. So, andere Seite. So, jetzt gucken wir noch mal, wo die Braun war. Die war, glaube ich, auf 2. Genau. So. Okay. Und das hier auch noch. Und dann können wir zusammenbauen. Ja, da haben wir ihm doch, glaube ich, ein schönes zweites Leben eingehaucht hier. Yay! Haben wir noch irgendwo einen Grafikfehler? Ja, da. Nee, geht nicht ab. Oh Mann, okay. Sehr schade. Fertig. So, was war hier das hier? Anstreich-Kabinenwerkbank. Ah! Ist auch 175. Ich weiß nicht, ob ich die haben will, weil das Anpinseln macht mir wirklich sehr viel Spaß. Geh mal, nee. Zurück. Mit E, bitte. Okay. Ja, dann können wir eigentlich das hier holen und hier gibt es ja auch noch was, ne? Oh, ich hätte mir die kaufen sollen. Na gut. Und hier ist auch noch was. Schaut mal, Leute, hier ist irgendwas verdeckt. Immer wieder, wenn ich das sehe, denke ich mir, was kommt da noch? Vielleicht doch was mit Lasuren oder weiß nicht. Also es sieht aus, als wäre hier irgendwas geplant. Ne? Wäre ja schön, wenn es so wäre. Gut, hier ist auch noch nicht richtig. Hier könnte auch noch irgendwas sein. Mal gucken, vielleicht kommt ja noch was. Es sieht irgendwie so aus, ne? Also ich würde mich echt freuen, wenn hier noch was weitergeht. Das wäre echt cool. Gut, weiter geht's. Wir machen jetzt hier alles dran. Ja. So. Wie geht's jetzt weiter? Ah ja, diese Dinger kommen da rein. Da. Ich erkenne das gar nicht so gut.
Brauche ich das? Nö. Ja. Das muss doch hier drin irgendwas sein, ne? Guck mal doch nochmal den Schraubendreher. Oh, da war doch was. Hier. Irgendwie sieht man die gar nicht, die hier drin sind. Die sind doch rot, oder? Auf jeden Fall sind sie durchsichtig. Okay, das ist auch durchsichtig. Okay, also den Bug hatten wir jetzt auch noch nicht. Den komischen Fehler. Zum Glück ist das innen. Ja, das ist, weil die hier auf dem Tablett auch so durchsichtig rot waren, denke ich mir. Und... ja. Wir verbauen kein Gelee, nein, nein. So, wie machen wir das jetzt da rein? Hier irgendwie? Das war ja mit denen. Hier unten? Hier war doch gerade was. Okay. Das war hier oben, ne? Och, die Schrauben sind auch durchsichtig. Hilfe! Katastrophe. Okay, das sind die letzten zwei. Fertig. Ja, das war jetzt was. Gut, also ich finde, es sieht gut aus. Die braunen Stellen hier finde ich ganz gut. Okay, das Rote sieht man gar nicht. Das ist ganz unten. Das habe ich irgendwie... ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich es wahrscheinlich auch orange gemacht. Aber sonst kann es sich echt sehen lassen, finde ich. Okay. Dann gehen wir mal zur E-Mail. Toll. Ja, sehr schön. Ich wusste, dass es die richtige Entscheidung war, Sie um Hilfe zu bitten. Dank Ihnen sieht der Gegenstand wieder aus wie am ersten Tag. Ach, schön. Und für die Transparenz können wir nichts, ne? Das ist beim Transport irgendwie schiefgegangen. Gut, dann würde ich mal sagen, wir verabschieden uns. Ich verabschiede mich. Ja, wie auch immer. Und den nächsten Tag starten wir in der nächsten Folge. Euch mal noch viel Spaß bei einem anderen Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.